Tommys lehrreiche Lehrfilme präsentiert, Pokémon Go Spieler werden. Ja, ein richtiger Pokémon Go Spieler zu werden ist gar nicht mal so. Junge, willst du mich eigentlich verarschen? Ich hab gesagt Pokémon Go, nicht Pokémon Go. Wobei das eigentlich auch ein ziemlich witziges Spiel sein könnte. Ein wildes Digarm erscheint. Los, Pikachu, du bist dran! Pika! Was soll Pikachu machen? Pikachu ist querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Wie soll es bitte angreifen, du Idiot? Nein, stopp. Liebe Kinder, über Behinderung macht man sich natürlich nicht lustig. Das war nur ein soziales Experiment. Habe ich das so gut gemacht, Merzvater? Zweimal schlagen für ja, einmal für nein. Alles klar, danke. Wobei ich zugeben muss, dass das gerade gezeigte Beispiel auch inhaltlich ziemlich falsch ist. Rollstuhlfahrer können nämlich in der Tat angreifen. Hier sehen wir beispielsweise die gekonnte Tackle-Attacke eines Rollstuhlfahrers gegen einen wilden Aufzug. Aber lassen wir das und kommen zurück zum eigentlichen Thema. Pokémon Go ist ein von Niantic Labs entwickeltes und 2016 erschienenes Smartphone-Spiel, welches dafür sorgt, dass selbst die fettesten Nerds nach etlichen Jahren mal im Saddam Hussein-Style aus ihren Löchern gekrochen kommen, um durch die reale Welt zu laufen und Pokémon auf ihrem Smartphone zu fangen. Und damit auch du ein richtiger Pokémon Go-Spieler werden kannst, musst du dir zuallererst mal die Pokémon Go-App auf dein Smartphone laden. Wie? Du besitzt kein Smartphone? Dann hast du an dieser Stelle zwei Möglichkeiten. Erstens, scheiß auf Pokémon Go und spiel einfach Pokémon im Real Life. Los, Taubsi, du bist dran! Oh. Oder du schnappst dir einfach deine Ersatz-Ku-Klux-Klan-Kutte, malst ein pinkes R drauf und gehst als Team Rocket verkleidet zum nächsten Pokestop. Den Rest solltest du dir denken können. Bist du nun also im Besitz eines Smartphones mit installierter Pokémon Go-App, kann es losgehen. Nun musst du Pokémon fangen. Doch das ist gar nicht mal so leicht, denn bestimmte Pokémon erscheinen nur in Umgebungen, die auch zu ihnen passen. Digga, willst du mich fangen? Und um all diese Gebiete besser bereisen zu können und deine ganze Zeit auf das Finden und Sammeln von virtuellen Tieren zu fokussieren, solltest du dich von sämtlichen Alltagsverpflichtungen freisagen. Das heißt im Klartext, schmeiß deine Schule bzw. Arbeit oder Ausbildung, mach mit deiner Freundin Schluss und verlass deine Familie. Sag ihnen einfach, du gehst nach Syrien. Die werden das schon verstehen. Hast du nun deine ersten Pokémon gefangen, so wirst du bald schon Trainer Level 5 erreichen. Und das bedeutet, du musst dich jetzt für ein Team entscheiden. Du hast die Wahl zwischen Team Rot, Blau und Gelb. Diese sind allerdings allesamt keine Alternativen, da du auch als richtiger Pokémon Go-Spieler selbstverständlich Team Edward treu bleibst. Und um dies machen zu können, bedienen wir uns eines kleinen Tricks. Sobald die Nachricht kommt, dass du ein Team wählen sollst, gehst du in die Einstellungen deines Handys, klickst dort auf Werkseinstellungen zurücksetzen, startest dein Handy erneut und schon musst du kein Team mehr wählen. Klasse. Hast du jetzt all die in diesem Video genannten Punkte befolgt, so bist du mit den Basics des Spiels vertraut und bereits auf einem guten Weg, ein richtiger Pokémon Go-Spieler zu werden. Aber noch immer gilt es, die wohl wichtigste Aufgabe von Pokémon Go zu erfüllen. Denn bei Pokémon Go geht es nicht darum, einfach nur Pokémon zu fangen, neue Leute zu treffen und Spaß zu haben. Nein, es geht vielmehr darum, die natürliche Selektion voranzutreiben. Also, schau immer nur auf dein Handy, während du die Straße überquerst, dring in militärische Sperrgebiete ein, um Pokémon zu fangen, oder sei einfach schwarz und leb in den USA. Und voila, schon bist du ein richtiger Pokémon Go-Spieler. Wie? Das klingt für dich jetzt irgendwie gar nicht mal so spannend und actionreich? Ja, dann spiel doch einfach eine Runde Fanatimon. Hehehehe.